Leute, wir müssen reden, und zwar über rechten Terror. Christchurch, Neuseeland, Frühjahr 2019. Hier stürmt ein Mann zwei Moscheen. Er erschießt 51 Menschen. Wir haben Gruppen im Netz, Netzwerke, die sich so massiv radikalisiert haben, dass sie die Tat suchen. Oktober 2019, der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Februar 2020, ein rechter Verschwörungstheoretiker erschießt in Hanau 9 Menschen. Der Täter von Halle hatte sich im Netz radikalisiert. Er fand dort seine Vorbilder und auch die Pläne zum Waffenbau. Drei Anschläge, drei Täter, eine Gemeinsamkeit. Alle drei waren zuvor in rechtsextremen Kreisen im Netz unterwegs. Manche behaupten sogar, das Netz hätte sie überhaupt erst radikalisiert. Ich will wissen, wie rutscht man da rein in diese rechte Blase? Und wie viel tragen Plattformen wie YouTube und Telegram dazu bei? In einem Hotel treffe ich jemanden, der sich damit auskennt. Wir haben uns hier verabredet, weil mein Gesprächspartner sich vor Rechtsextremen schützen und seinen Wohnort geheim halten muss. Hi Sören, Sebastian, komm rein. Sören Musial ist Journalist und Soziologe. Er hat mit einem Kollegen ein Buch geschrieben über Rechtsextreme im Netz. In eurem Buch, da schreibt ihr zum Beispiel, fast ist es so, als würde die extreme Rechte mit den sozialen Medien jene Werkzeuge in die Hand bekommen, auf die sie immer gewartet hat. Das klingt ja monumental. Warum denn? Weil die Rechte der alten Schule ein zentrales Problem war, an die Leute zu kommen, auch an die jungen Leute zu kommen. Und soziale Medien, sowas wie Instagram, Facebook, YouTube, geben rechtsextremen Akteuren die Möglichkeit, in unser Wohnzimmer zu kommen, ganz ohne Probleme. Plattes Beispiel: gehe ich auf YouTube, weil ich ein Rezept kochen will, und rein zufällig hat ein bekannter Rechtsextremer aus Österreich ein Kochvideo mit einer Anleitung, und da stolper ich quasi drüber. So, und dann bin ich schon bei dem Akteur gelandet, ohne dass der mich gezielt gesucht hat und ich ihn auch nicht, aber man findet zueinander. Und diese Zufallsbegegnungen sind das, was ihnen gefehlt hat sehr lange. Was bieten die denn an, damit auch Leute angelockt werden, die vielleicht jetzt noch nicht so ganz radikale Extreminhalte sehen wollen? Die Inhalte, mit denen man in der Regel anfängt, sind ja nicht unbedingt radikale Inhalte, sondern ganz gemäßigte, wie zum Beispiel ein Kochtutorial. Und währenddessen erzählt er natürlich und lässt dann aber auch mal die ein oder andere politische Aussage über den sogenannten großen Austausch zum Beispiel fallen. Und das ist so ein bisschen die Idee, Politisches hinter Nicht-Politischen zu verstecken. Besonders geschickt dabei ist die Identitäre Bewegung, kurz IB. Selbst nennen sie sich oft Ipster. Der Verfassungsschutz stuft die IB als rechtsextrem ein. Vertreten ist die IB auf allen wichtigen Social-Kanälen: Twitter, Insta, Telegram, YouTube. Okay, jetzt will ich mir mal ein paar Kanäle anschauen, die Sören mir genannt hat. Und ich habe extra den Bullshit-Button, den offiziellen, vorbereitet. Mal sehen, wie schnell ich den drücken muss. Fangen wir mal an mit einem Kochvideo. Es geht um einen Curry und einen Kaiserschmarrn. Sind wir hier in der Gemüseabteilung? Auf den ersten Blick sieht das Video tatsächlich harmlos aus. Selbstgedreht, DIY-Look. Der Chef der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, geht einkaufen für einen Curry. Aber dann. Allerdings sage ich es jedem, der es hören will und auch jedem, der es nicht hören will: kulinarische Vielfalt bedeutet nicht unbedingt, dass man einen Bevölkerungsaustausch durchziehen muss. Kaufen wir uns auch immer so Beeren. Nach einer Minute 10 vermischt er zum ersten Mal das Essen mit der kulturellen Vielfalt, die er nämlich ablehnt, also den sogenannten Bevölkerungsaustausch, den will er nicht. Aber Curry mag er essen. Ich glaube, das kann natürlich so verfliegen, ne? Also wenn man das einfach so anschaut, dann rutscht das vielleicht so durch. Aber wenn man sich dieses Video konzentriert anschaut, dann fällt einem das natürlich auf. Und eins überrascht mich besonders: die Kommentarspalte. Also die ersten Kommentare sind tatsächlich positiv. Also eins muss man dir lassen: Humor hast du. Klasse, von mir einen großen Daumen nach oben. Kochen und Kultur verbunden mit Top-Hintergrundmusik. Danke für deine Arbeit. Wie immer einfach nur wunderschön. Also es ist schon fast übertrieben krass. Ich meine, alle, die auf YouTube unterwegs sind, wissen, selbst wenn du viele Fans hast und so weiter, es gibt immer unter jedem Video auch negative Kommentare. Unter diesem hier eigentlich nicht. Ja? Das kann nur bedeuten, dass die Kommentare, die es mit Sicherheit gab,
dass die gelöscht wurden. Also das ist schon durchdacht, das ist nicht einfach mal eben so gemacht, sondern das ist ganz bewusst konzipiert. Ich habe jetzt hier noch ein Video, da geht es ums Rasieren. Rasieren für Anfänger. Erklärt von Alex Kleine, führender Kopf der identitären Bewegung in Leipzig. Wer ist ein Rasuranfänger? Naja, das sind junge Männer, Jugendliche, wo der Bartwuchs so langsam entsteht. Das können wir mal im Hinterkopf behalten, wenn wir uns das Video jetzt anschauen. Jo, Freunde, damit euer Bart nicht mit denen der örtlichen Salafisten-Szene verglichen und verwechselt wird, müsst ihr den pflegen. Was dazu braucht, gibt's... Das ging schnell. Nach 10 Sekunden wird der Bart mit Salafisten gleichgesetzt. Damit man nicht so aussieht wie ein Salafist, soll man jetzt also die Bartpflege betreiben. Wie, das werden wir jetzt zusammen lernen. Das ist natürlich ein Rasiermittel, mit dem du... Die nächsten 4 Minuten passiert erstmal wenig. Aber kannst, dann... Abschneiden kannst, kürzen kannst. Das wollen wir heute mit einem Rasiermesser machen oder einer Schaffette, also einem Rasiermesser mit Wechselklinge. Warum? Weil die klassischen Nassrasierer mit 4 oder 5 Klingen was für Homos sind und echte Männer sich mit sowas rasieren. Ganz klar homophob, sehr eindeutig, sehr direkt, sehr plump. Jetzt können wir uns ja auch mal anschauen, was auf seinem Kanal noch so passiert. Weil möglicherweise hat man ja auch Interesse daran, ach, jetzt schaue ich mal, was der sonst so macht. Das letzte Video von ihm heißt Schießen für Anfänger. Imkern, einfacher Einstieg. Zwischendrin wird es aber dann auch wieder explizit politisch. 5 Jahre Pegida, 5 Jahre Spaß am Widerstand. Dann vergleicht er Wahlplakate, selbst tätowieren für Anfänger. Antifa zündet Autos an, Messer werfen für Anfänger. Kleines Fazit. Genau. Also, das ist alles schon nach einer bestimmten Strategie aufgebaut. Kommt erstmal harmlos daher. Aber die Botschaft, die ist dann zwischen den Zeilen so versteckt. Und über solche Videos kann man, glaube ich, den Einstieg finden. Also sollte man nicht unterschätzen, auch und gerade, weil diese Videos erstmal so harmlos daherkommen. Ich würde dir gern kurz einen kleinen Ausschnitt aus einem YouTube-Video zeigen. Okay. Ich will wissen, ob die Strategie der Rechten aufgeht. Ich meine, klar, ich wusste, wer hinter den Videos steckt und habe deshalb besonders aufgepasst. Aber was passiert, wenn UserInnen nicht wissen, wen sie sich da gerade anschauen? Wie kommen die Videos dann an? Aha, positiv. Ja. Warum, was hat dir gefallen an dem Video oder an dem Typen? Ich fand den voll sympathisch. Mhm. Also ich fand seinen Humor ganz cool. Der war sympathisch. Mhm. Hat mich angesprochen. Ich hätte mehr Kochen erwartet und weniger politische Seitenhiebe, wäre ich raus. Wenn ich euch jetzt sage, die beiden, die ihr da angeguckt habt, das sind stramme Rechte. Und in dem Video kommen auch rechte politische Botschaften vor. Habe ich das gesehen? Das hast du gesehen, echt? Ja? Echt? Nee, habe ich auch nicht so drauf geachtet. Ich dachte, jetzt geht's ums Kochen. Hat mir ist auch nicht so aufgefallen. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hättest du vorher gedacht, dass dir das auffallen würde? Eigentlich schon, ja. Aber in dem Video tatsächlich eigentlich gar nicht. Ja gut, was natürlich so einem ins Gehör geht, war der Begriff Homo. Ich habe es bei einer Situation gemerkt, irgendwas mit schwul war. Ich finde es erschreckend, dass uns das nicht aufgefallen ist, aber es kann ja durchaus sein, dass man das irgendwie unterbewusst so mitbekommen hat und dass man die Person dann trotzdem irgendwo sympathisch, also wir fanden sie ja trotzdem sympathisch, ne? Was ich doch auffällig fand, wie schwer sich die Leute getan haben, überhaupt zu entdecken, dass da unterschwellig rechte Botschaften transportiert werden. Und das zeigt ja auch, wie geschickt letztendlich diese Videos gemacht sind. Und was ich zum Teil etwas schockierend fand, die Leute ja zum Teil auch, dass die Hosts oft als sympathisch, als positiv beschrieben wurden. Das war sowohl bei dem Video so, als auch bei dem anderen. Aber klar, genau das wollen sie erreichen. Und damit kann man sagen, dieses Experiment ist zumindest ein Indiz dafür, dass ihre Strategie aufgeht. Wie ist denn das bei euch? Seid ihr auf YouTube schon mal aus Versehen in der rechten Blase gelandet? Schreibt uns eure Erfahrung doch bitte mal in die Kommentare. Und ich baue jetzt hier ab. Sören sagt, der YouTube-Algorithmus könnte den Rechten sogar in die Hände spielen. Und wenn ich auf YouTube unterwegs bin und mir Videos angucke, dann ist es definitiv so, dass man von Schritt zu Schritt immer weiter reinkommt, immer wieder Videos von gleichen Akteuren empfohlen werden zu den gleichen Themen und man sich quasi in so eine Welt reinsteigern. Ist das dann quasi das Geheimnis, wieso Blasen entstehen, in dem Fall die rechte Blase im Netz, dass man halt bei solchen Videos landet, dann bekommt man das Nächste, was einem inhaltlich wieder das
Gleiche erzählt. Und dann ist man da so gefangen drin und denkt, es muss ja stimmen, weil das ist ja schon das zweite, das dritte, das fünfte Video, was ich dazu sehe. Also einerseits gibt es einen Ex-YouTube-Mitarbeiter, der sagt, ja, der Algorithmus funktioniert auf jeden Fall so. Nun veröffentlicht Google seinen Algorithmus nicht und wir können das nicht wirklich nachvollziehen. Ich starte selbst ein Experiment. Ist es wirklich so einfach? Also wird der Algorithmus versuchen, mich in der rechten Blase zu halten oder mir sogar immer radikalere Videos vorschlagen? Ich habe mir extra einen brandneuen YouTube-Account zugelegt. Der weiß also noch überhaupt nicht, wer ich bin und was ich mag. Und damit starte ich jetzt bei einem Video von einem Rechtsextremen und klicke dann auf einen der Videovorschläge und gucke, wohin mich der Algorithmus führt. Aber damit nicht gesagt wird, ich schummle oder so, überlasse ich das dem Zufall, welches Video ich als nächstes anschaue. Und das hier ist mein Zufallsgenerator. In der Vorschlagsliste sehe ich jetzt hier schon unterschiedliche Videos. Da ist ein Video von der Welt, ein Nachrichtensender. Da ist ein regierungskritisches Video. Es gibt eindeutig rechte Videos. Es gibt was von der AfD. Und jetzt erwürfle ich mir das nächste Video. Aha. Das dritte von oben ist ein Video, was überschrieben ist mit zu viel Einwanderung schadet. Also klicke ich das jetzt an. Servus Leute, ich bin heute hier in Wien. Dieses Video schaue ich natürlich jetzt ganz an, weil der Algorithmus soll ja denken, dass mir das gefällt und dann entsprechende Vorschläge machen. Insgesamt werde ich dieses Spielchen jetzt 10 Mal machen. Kriege ich irgendwann nur noch rechte Inhalte angezeigt oder ist das Ergebnis ein ganz anderes? Bin ich gespannt. Wir werden es sehen. Da können wir drüber reden. Wenn du dir die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen anschaust, erfüllen die unterschiedliche Funktionen für die Rechten? YouTube ist natürlich die wichtigste Videoplattform der Welt und dementsprechend auch, wenn man die eigenen Videoinhalte als Rechtsextremer verbreiten möchte, ist YouTube das, womit man Reichweite erzielt. Und Telegram, würde ich sagen, ist derzeit die wohl wichtigste Plattform, weil es immer mehr Funktionen eingeführt hat, Kommentarfunktionen, Umfragefunktionen, Likes, also Emoji-Reaktionen und so, die immer mehr an ein soziales Netzwerk erinnern, wo Telegram nur offen terroristische Inhalte nach eigener Aussage löscht und ansonsten nichts. Ist es deswegen die radikalste Plattform oder vielleicht auch die, wo man am ehesten eine weitere Radikalisierung von Leuten vermuten würde? Gemessen an der Größe wahrscheinlich schon. Wenn es darum geht, einfach um offene Kanäle, die ich suchen muss und ich muss nicht mal beitreten, sondern ich kann einfach alles mitlesen, dann ist Telegram krass. Unter diesem einen Video, was ich mir angeschaut habe, da ist auch gleich die Einladung. Da steht drunter, komm zur Telegram-Elite. Natürlich angeführt von einem Rechten. So, und wenn man dann drin ist, das geht ganz schnell, dann krass, dann wirst du gleich zugeballert mit allem Möglichen. Solche Kanäle auf Telegram funktionieren quasi wie Mini-Newsletter. Ich muss nirgendwo eintreten, sondern kann einfach ein Abo dalassen. Ich abonniere also ein paar Kanäle und behalte sie für die nächsten Tage im Auge. Ja, sehr viel dreht sich eigentlich inhaltsleer so um sich selbst, dass irgendwie der eigene YouTube-Account bedroht ist, gesperrt wird. Ansonsten geht es sehr häufig um Kriminalität, also Fälle aus der ganzen Welt. Da gibt es Artikel, da gibt es Fotos, da gibt es Videos. Da weiß man natürlich nie genau, was dahinter steckt, wo das herkommt, ob das wirklich alles so ist. Aber es geht eben sehr häufig darum, dass vermeintlich migrantische Personen irgendetwas gemacht haben. Von Diebstahl, Raub über Vergewaltigung, eigentlich alles Mögliche. Und diese vermeintlichen Fälle, die dienen dann immer als Beleg dafür, dass die These richtig ist, dass die sozusagen nur Unglück über das eigene Volk bringen würden und so weiter. Und wenn du dir das reinziehst oder vielleicht auch nur das oder fast nur das reinziehst und das alles glaubst, dann musst du fast davon ausgehen, dass da draußen in der Welt die Hölle los ist, ja? Dass da unfassbare Dinge jeden Tag passieren und das ist vor allen Dingen, und das ist ja der Punkt, dass es immer sozusagen die gleichen Menschen sind, die diese Verbrechen begehen. Weil nur die siehst du in diesen Gruppen. Es ist eine komplette Verzerrung der Realität und es macht wahnsinnig schlechte Laune. Ich muss jetzt auch aufhören. Ein paar Tage später. Ich bin in die Schweiz gereist, an die Universität Lausanne. Die Wissenschaftler hier haben untersucht, ob der YouTube-Algorithmus zur Radikalisierung beiträgt. Und fanden heraus, UserInnen, die anfangs eher bei gemäßigten Videos kommentierten, zogen mit der Zeit weiter zu radikaleren Videos. Hallo, Sebastian Meinberg. Hi, hallo.
Ich bin gespannt, was Robert West zu meinem eigenen Experiment sagt. Ich habe jetzt hier ein paar Videos mitgebracht und dann interessiert mich natürlich auch deine Einschätzung. Okay. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich sage mal so, ich war überrascht über das Ergebnis oder die zwei Teilergebnisse, die ich da rausgefunden habe. Also Video Nummer 1 ist so gut wie durch. Das heißt, ich würfle jetzt wieder. Übrigens hier ein Video vom Deutschen Bundestag, wo allerdings AfD-Politiker Gauland spricht. Dann nochmal was von ihm. Und das vierte ist auch von ihm. Überschrieben mit, das System hat Angst vor mir. Razzia bei einer 19-jährigen Schülerin wegen Kritik an Multikulti. Also noch sind diese Vorschläge auf der rechten Seite sehr ähnlich. Fast alles nur von seinem Kanal. Also es gibt jetzt hier auch so gut wie keine Vorschläge, die irgendwie zum Beispiel von seriösen Nachrichtenmedien wären oder von vielleicht der Gegenseite. Und was wird Video Nummer 3? 6. Wir bleiben auf dem Kanal von ihm. 4. Es könnte deine Oma treffen. Wieder der Kanal, auf dem wir gestartet sind. Was sagst du dazu? Es ist vielleicht nicht so überraschend, weil es natürlich eine sehr einfache Möglichkeit ist, gute Empfehlungen zu machen. Mehr vom Gleichen. YouTube ist ja kein philanthropischer Verein. Das gehört zu Google und die wollen Geld machen. Und wenn du dir schon ein, zwei Videos ganz, wenn du die schon ganz durchgesessen hast, dann ist es natürlich auch eine gute Strategie, dir mehr davon zu zeigen. Klar irgendwie, aber würde es nicht helfen, bei so extremen Videos auch mal die Gegenmeinungen anzubieten? Da hat die Forschung gezeigt, dass es leider so einfach nicht geht. Also oft ist es so, dass die Leute ihre Meinungen noch verhärten, wenn man ihnen eine Meinung von der anderen Seite zeigt. Also man nennt das Backfire-Effekt. Okay, das heißt, du würdest gar nicht unbedingt empfehlen, dass der Algorithmus so funktionieren soll, dass da beispielsweise die Gegenthese, die Gegenmeinung... Kann gefährlich sein. Also man weiß es einfach noch nicht. Es ging ja dann noch etwas weiter. Jetzt machte das Ganze eine für mich sehr überraschende Wendung. Nummer 1. Das heißt, jetzt verlassen wir zum ersten Mal bei Video Nummer 5 seinen Kanal und landen ganz woanders, auch bei einem ganz anderen Thema. Und zwar ist das erste Video überschrieben mit die große Geldflut, wie Reiche immer reicher werden, was vom öffentlich-rechtlichen SWR kommt. Also das ist jetzt das, was YouTube, warum auch immer, da jetzt dazu ordnet. Die meisten Vorschläge jetzt im Moment gehen eher in Richtung öffentlich-rechtliche Inhalte, Finanzen und so weiter. 4. Ein Video von der Universität Konstanz, da geht es um die Relativitätstheorie. 6. Was war vor dem Urknall? Ein Video von Quarks, also einer öffentlich-rechtlichen Sendung. Nummer 3 ist ein Live-Vortrag von Harald Lesch. Video Nummer 10 ist auch ein Wissenschaftsvideo, Harald Lesch. Die vierte Dimension, was ist Zeit? Damit ist das Experiment beendet. Mit ganz interessanten Erkenntnissen, finde ich. Also zunächst mal das, was ich nicht herausgefunden habe. Also es ist offensichtlich nicht so einfach, dass du irgendwo einsteigst bei einem rechten Video und es wird automatisch immer krasser. Aber ich bin am Anfang schon mehr oder weniger gefangen geblieben in dieser rechten Blase. Es wurden fast nur solche Videos vorgeschlagen. Und was nicht vorgeschlagen wurde, und zwar übrigens die ganze Zeit nicht, ist die Gegenmeinung. Ist was Kritisches oder so. Ich wurde zwar rausgeführt aus der rechten Blase in diese Wissenschaftswelt, also sehr seriöse Videos, aber die hatten nichts mit den politischen Aussagen zu tun. Also kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du inhaltlich Bock hast auf diese rechten Videos und dir werden da jede Menge von diesen rechten Videos vorgeschlagen, dann bleibst du vielleicht einfach dabei. Liege ich da aus deiner Sicht mit der These richtig? Würde ich sagen, ja. Also mehr vom Gleichen. Wenn man diese einfache Regel befolgt, dann ist man automatisch in der Blase drin. Für mich wäre es interessant zu wissen, warum du diesen Vorschlag vom Südwestfunk gekriegt hast. Das war ja auch so Anti-Establishment, glaube ich. Oder? Die Reichen werden immer reicher, war so die Überschrift. Also es kann vielleicht auch davon sein, dass dieses Video populär ist bei Leuten, die sich den anderen Kanal gerne ansehen. Kann aber auch sein, dass da YouTube einfach mal ein Risiko eingegangen ist. Und es ist also durchaus im Interesse des Geschäfts manchmal eine ganz zufällige Entscheidung zu treffen. Vielleicht stehst du noch mehr auf Physikvideos, als du auf als Videos von der identitären Bewegung stehst. Und dann war da ja noch Telegram. Da habe ich mich in den letzten Tagen definitiv in einer Blase gefühlt. So eine schöne Aussicht und ich schaue jetzt wieder mir nur Telegram an.
Mich macht das fertig allein, wie viele Nachrichten das immer sind. Also der absolute Spitzenreiterkanal, ungelesene Nachrichten, 423. So ist es, denke ich, auch gedacht. Man bleibt da voll in dieser Blase. Und heute geht eine Nachricht hier ziemlich rum, nämlich, dass der YouTube-Kanal von Martin Sellner, also einem der führenden Köpfe der identitären Bewegung, dass der gesperrt worden ist. Wenn woanders Twitter, YouTube-Konto, wenn das dicht gemacht wird, dann geht's auf Telegram einfach munter weiter. Auf Telegram, würde ich sagen, haben die noch ziemlich freie Hand. Soziale Netzwerke können auf jeden Fall zur Radikalisierung beitragen. Das hat auch was mit dem Algorithmus zu tun, weil es ja zumindest auf YouTube so ist, dass du offensichtlich sehr leicht an rechte Inhalte kommst, an, sagen wir mal, so mittelradikale Videos. Und dann, wenn du dir das anschaust, dann kommt dieses Prinzip immer mehr vom Gleichen zum Tragen. Also du bekommst immer das angezeigt, was du dir eh schon angeschaut hast. Und so kann man dann am Ende in so einer rechten Blase stecken. Wenn du dann noch wechselst, also von YouTube auf Telegram, da wird ja auch viel Werbung dafür gemacht in den YouTube-Kanälen, wenn du dann auf Telegram bist und kriegst 24/7 dieses ganze Zeug, was alles nur inhaltlich aus einer Richtung kommt, um die Ohren gehauen, dann steckst du irgendwann richtig drin, vor allen Dingen, wenn du das alles glaubst. Eine Gegenmeinung wird dir in diesen Gruppen ja nicht angeboten. So, die beste Versicherung gegen radikale Videos ist, uns einfach hier ein Abo dazulassen. Dann bekommt ihr nur vernünftige Videos angezeigt. Zum Beispiel hier die Reportage, wo es um die Frage geht, wie funktionieren eigentlich Verschwörungstheorien? Und da ist unsere Playlist zu ganz viel aus dem Bereich Politik und Lifestyle.